Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zu einer weiteren Folge Black Widow. Schön, dass du da bist. In der letzten Folge ist einiges passiert. Unsere Emma ist zum Kleinkind geworden, aber es hat wirklich niemanden interessiert. Aber immerhin sind Florian und Laura ein bisschen mit ihr zum Strand gegangen. Die waren aber eher auf sich selber fokussiert. Die beiden sind sich nämlich ein bisschen näher gekommen. Es ist noch sehr freundschaftlich, aber Leute, ich sag's euch, das dauert nicht mehr lange. Währenddessen hat die Emilia den Nick mit nach Hause genommen. Die beiden haben einfach einen schönen Tag miteinander verbracht und dann haben sie auch noch eine Pyjama-Party gemacht und der Nick hat den Dark kennengelernt. Und in der Nacht, während alle geschlafen haben, hat der Nick angefangen, in den Schubladen der Familie wieder rumzuwühlen und hat irgendwas gesucht. Was genau, wissen wir noch nicht. Aber ich kann euch schon mal so viel sagen, es wird richtig dramatisch zwischen dem Nick und dem Dark. Übrigens habe ich mittlerweile zwar keine Zahnspange mehr, aber ich habe jetzt einen Draht dahinter und jetzt lispel ich trotzdem wieder. Ganz toll. Die Emilia hätte den Nick auch fast erwischt beim Rumwühlen, aber er hat ihr dann vorgeschlagen, dass sie zum Strand gehen. Also er hat sie abgelenkt und sie beiden haben dann einen schönen Morgen am Strand verbracht, haben aber nicht gemerkt, dass Lynn mit ihrer Gang am Strand ist. Und die haben es natürlich sofort auf die beiden abgesehen. Und genau da machen wir jetzt weiter. Eine unfassbar dramatische Szene. Die Emilia ist gerade am Wegrennen. Was mit ihrem Fuß los ist, keine Ahnung. Aber die Emilia rennt auf jeden Fall gerade von der Situation weg. Aber nicht, weil sie Angst hat oder so, sondern weil der Nick gesagt hat, sie soll wegrennen. Er hat gesagt, er stellt sich der Gruppe und hat von ihr verlangt, dass sie einfach geht. Die Lynn wollte natürlich zuerst auf ihre Schwester losgehen und hat ihr auch schon beleidigende Wörter um die Ohren geworfen. Und die anderen haben sie jetzt dazu ermutigt, dass sie auf sie losgeht. Aber wie gesagt, der Nick hat gesagt, dass sie weggehen soll. Und währenddessen zerstören die anderen auch die Sandburg, die die beiden gebaut haben und beleidigen sie allgemein weiter und gehen voll auf sie los. Oh Gott. Und der Nick hat zwar fürchterliche Angst innerlich, aber nach außen hin tut er natürlich ziemlich cool und die Lynn wird jetzt auf den Nick losgehen. Zuerst lacht sie ihn einfach mal aus, weil er so viel Zeit mit ihrer Schwester verbringt und sie hasst ihre Schwester. Ja, sie findet das ultra peinlich, dass er so viel Zeit mit ihr verbringt. Aber der Nick wehrt sich natürlich dagegen und dann wird die Lynn handgreiflich. Das auch noch. Aber der Nick schubst sie auch zurück, auch wenn sie ein Mädchen ist. Er lässt sich das nicht gefallen. Der Andrew kommt der Lynn jetzt zur Hilfe und schubst den lieben Nick jetzt auch noch. Das mag die Lynn natürlich jetzt nicht unbedingt, weil sie will ja selbstständig sein und das alleine regeln. Aber der Andrew hat vielleicht ein bisschen Gefühle für die Lynn und mag das nicht, wenn ein anderer Junge sein Mädchen rumschubst. Und deswegen hat er sie jetzt auch noch verteidigt. Und die streiten jetzt ordentlich miteinander. Und das Ganze eskaliert so sehr, dass Lynn und Nick jetzt anfangen, sich gegenseitig zu verprügeln. Und die Gruppe stachelt die Lynn natürlich extrem an und feuert sie auch an. Oh mein Gott, der arme Nick. Oh Gott, die arme Lynn. Ich meine, der Nick ist so viel Brutalität auch nicht gewöhnt. Ich glaube nicht, dass er 100% gibt. Ich glaube, er will ihr auch nicht wirklich wehtun. Aber er hat fürs erste Mal gewonnen. Und die anderen sind darüber richtig schockiert. Und deswegen schicken sie jetzt auch noch den Andrew vor. Oh, oder sie machen einfach eine Runde 2. Sehr gut. Alles klar, sie machen von sich aus eine Runde 2. Das lässt die Lynn anscheinend nicht so auf sich sitzen. Und die beiden prügeln sich jetzt nochmal. Alles klar. Schauen wir mal, wer dieses Mal gewinnt. Oh Gott, der arme Nick, was der alles für die Emilia in Kauf nimmt. Unglaublich. Okay, schauen wir mal. Und der Nick hat schon wieder gewonnen. Okay, ich glaube, jetzt reicht's dem Andrew. Und jetzt geht der Andrew auf den Nick los. Oh mein Gott, der arme Nick, Leute, mein Herz. Oh mein Gott, wie die im Hintergrund sie anfeuern, ist auch wild. Oh mein Gott. Ja, schauen wir mal, wer diesmal gewinnt. Ich hoffe, der Nick. Ich bin ja absolut Team Nick. Diese Deathheads, das haben wir ja ausgelost, wie die Gruppe heißt. Die, wow, der Nick. Unglaublich. Seht euch an. Sie sind richtig schockiert, dass der Nick schon wieder gewonnen hat. Oh mein Gott. Oh, das eskaliert richtig. Ach du Heilige. Okay, okay. Aber was währenddessen, wir lassen die einfach weiter streiten miteinander. Was währenddessen passiert ist nämlich, dass die anderen ihren Hund auf die Emilia absetzen. Also der Hund wird jetzt auf die Emilia losgehen. Die Emilia ist natürlich weggerannt. Wir tun zumindest so, als ob sie wegrennt. Wir schicken sie jetzt auch mal hier rüber. Sie rennt und rennt und rennt, weil der Hund hinter ihr her ist. Und ich habe den Mod runtergeladen, dass wir die Tiere steuern können. Ich verlinke ihn euch sehr gerne in der Infobox. Den habe ich bei der Disney Legacy Challenge auch schon benutzt, um die Welt
Wölfe zu steuern. Und den benutzen wir hier jetzt auch. Er kann jetzt nämlich die spielen gemein. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Der wird jetzt auf jeden Fall auf die Emilia losgehen. Da rennt er ihr schon nach. Oh mein Gott, Emilia, hör auf zu posen. Ja, er ist sehr, sehr aggressiv. Oh, wow. Ja, der geht jetzt auf jeden Fall auf die Emilia los. Die Gruppe will natürlich den Nick auch ein bisschen verunsichern. Wir teleportieren sie jetzt einfach schnell hierher und auch den Hund. Sie sind jetzt einfach bis hierher gerannt schon. Und jetzt geht der Hund auf die Emilia los. Oh mein Gott, ja. Er bellt sie an. Die Emilia hat richtig Angst vor ihm. Und er greift sie jetzt auch an. Also er springt auf sie drauf. Leider kann ich das nicht nachstellen, aber er springt auf jeden Fall auf sie drauf. Die Emilia hat so Angst, dass sie sich, glaube ich, gleich mal in die Hose macht. Aber da hinten sehen wir schon einen anderen Hund. Und der Hund wird die Emilia jetzt beschützen. Der geht auf den Astro los und verscheucht ihn, dass er die Emilia in Ruhe lässt. Können wir das auch irgendwie noch ein bisschen aggressiver machen, so spielen? Freundlich hinterherjagen. Kann man das auch aggressiv machen? Nee. Okay, er jagt ihm jetzt freundlich hinterher, aber wir sagen einfach, er rennt ihm so nach. Also er rennt ihm nach, sodass er verschwindet. Hier seht ihr, die beiden fangen jetzt an zu kämpfen. Aber tatsächlich ist der linke Hund, der liebe Spike, ist stärker wie der Astro. Und deswegen rennt er ihm jetzt nach und vertreibt ihn. Und die Emilia ist zwar jetzt erleichtert, dass der andere Hund weg ist, aber jetzt hat sie natürlich auch noch Angst vor dem Hund, vor allem, weil er sie jetzt auch anbellt. Aber das ist eigentlich nur ein freundschaftliches Anbellen. Und dann hört die Emilia auch, dass sie jemand ruft. Also sie hört ein Hey, hey du, hier bin ich. Und die Emilia kann es zuerst nicht gleich entdecken, bis sie aber dann den Spike ruft. Und hier oben haben wir das Mädchen, das die Emilia gerufen hat, in diesem Baumhaus. Und der Hund, der gehört zu dem Mädchen. Das Mädchen heißt übrigens Annika. Und die liebe Annika ist vor kurzem mit ihrer Mama in dieses Haus hier gezogen. Und sie hat gleich ein Baumhaus entdeckt. Und zwar dieses hier. Und sie hat den Spike, also sie hat gesehen, wie der Astro auf die Emilia losgegangen ist. Und dann hat sie den Spike rübergeschickt, dass er die Emilia beschützt. Und das wird jetzt so ihr geheimes Clubhaus an der Tür klopfen. Ganz toll. Wir müssen die Grundstücksart zuerst mal ändern. So, zu allgemein. Und dann können sie auch reingehen, hoffe ich zumindest. Ja, voll. Das ist ihr geheimes Baumhaus. Habe ich die Möbel richtig Nee, natürlich nicht. Das Bett steht mitten im Baum drinnen. Ganz toll. Okay, das müssen wir gleich mal verändern. Ich meine, ich finde solche Baumhäuser immer mega cool. Wer wollte das als Kind nicht haben? Ich würde mich tatsächlich auch jetzt noch über so ein Baumhaus freuen. Ich glaube, wir stellen das Bett hier hin. So, und dann können sie sich hier wenigstens entspannen, falls sie mal müde sind. Sie haben hier auch einen Fernseher, ganz viele Blätter im Weg. Dieses Baumhaus gehört der Annika. Sie hat das zumindest eingerichtet und sie ladet die Emilia jetzt ein, hier hochzukommen. Und dann lernen die beiden sich auch ein bisschen kennen. Die Emilia freut sich natürlich sehr drüber, dass sie wieder Freunde gefunden hat. Und dann auch noch eine Nachbarin. Das ist doch so cool. Hier drüben wohnt die Emilia und da ist das Mädchen eingezogen. Ich finde das ultra süß und jetzt haben sie hier so ein kleines Clubhaus gemeinsam. Und jetzt stellt sich die Emilia bei der Annika vor. Das ist so süß, die beiden. Ohne Spaß. Und die Emilia sagt ihr jetzt auch noch, dass sie noch einen Freund am Strand hat, der in Not ist, der in Gefahr ist. Und ob die Annika ihr bitte helfen kann, dass wir den Nick jetzt retten. Und da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Und da kommen sie jetzt, unsere beiden Mädels. Die Annika ist ein bisschen schneller unterwegs wie die Emilia. Aber wie sie ankommen, sehen sie eh, dass der Spike schon da ist und die ganzen Leute vertrieben hat. Die sind jetzt auf jeden Fall schon mal weg. Und hier haben wir jetzt den Nick. Er ist nicht sehr glücklich, aber er sieht nicht verschlagen aus, im Gegensatz zu der Lin und so. Die Lin hatte ja ein komplett verprügeltes Gesicht, aber der Nick sieht eigentlich relativ gut aus, muss man sagen. Ich glaube, er hat circa jeden Kampf gewonnen. Ich glaube, deswegen haben sie auch aufgegeben. Und vielleicht wollten sie ihn jetzt auch gleich rekrutieren für ihre Gruppe, für die Deathheads, aber der Nick will natürlich bei der Emilia bleiben und die Emilia rennt jetzt sofort zum Nick hin und umarmt ihn und ist froh, dass es ihm noch gut geht, also dass ihm nichts passiert ist. Oh, ja, und da umarmen sich die beiden und der Nick freut sich auch so sehr und versucht auch gleich wieder die Emilia ein bisschen aufzumuntern. Er sieht ja, dass es ihr nicht gut geht. Aber der Nick hatte ein sehr heftiges Leben früher, also das war für ihn nichts Neues. Der ist solche Szenen leider gewohnt. Ja, liebe Leute, ich sag's euch, es wird noch dramatisch, aber ich verrate euch so in ein, zwei Folgen, um was es circa geht. Ich verrate euch nicht alles, aber ich kann euch schon einen kleinen Hinweis geben. Und die Annika lernt den Nick jetzt natürlich auch noch kennen. Und das, was jetzt passiert ist, dass die Annika sofort hin und weg
vom Tim ist. Alleine die Tatsache, dass er das alles für die Emilia überstanden hat, dass er so ein kleiner Held ist, so ein kleiner Retter ist, das macht ihn schon sehr attraktiv für die liebe Annika. Und er ist natürlich auch ein sehr süßer, junger Mann. Ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, viele Mädchen sind in ihn verliebt, ganz ehrlich. Das ist ein typischer Mädchenschwarm von früher, bei uns zumindest. Und die Annika verknallt sich auch sofort in den Nick. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Emilia ein bisschen was für den Nick empfindet. Also mal schauen, wo die ganze Dreiecksbeziehung zwischen den dreien hier hinläuft. Ich bin sehr gespannt. Falls ihr Ideen oder Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und die drei verbringen jetzt einen schönen Tag zusammen, aber im Baumhaus. Nicht hier. Ich glaube, hier hatten sie jetzt genug Action. Sie wollen jetzt auch nicht nach Hause gehen. Also die Emilia will jetzt nicht nach Hause gehen. Sie unterhalten sich jetzt einfach alle zusammen hier in dem Baumhaus. Die Annika zeigt ihnen alles im Baumhaus. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und währenddessen versucht sie halt immer ein bisschen auf den Nick zuzugehen. Aber die Emilia denkt sich dabei noch nicht so viel. Ja, aber es stört sie natürlich schon, dass die beiden dann relativ viel Zeit miteinander verbringen. Aber sie zeigt ihnen jetzt auf jeden Fall alles hier. Die ganzen Möbel gehören ja der Annika. Der Nick setzt sich natürlich gleich vor den Fernseher. Die Mädels sind vermutlich am Klettern. Nee, die holt sich was zu essen. Das wäre ich, 100%. Aber die Emilia hat hier eine entspannte und ausgelassene Zeit jetzt beim Klettergerüst. Das hat sie jetzt auch verdient. Ich glaube, sie war ziemlich angespannt. Und hier sitzt jetzt die Annika. Ich glaube, wir setzen den Nick zu ihr. Die beiden unterhalten sich jetzt und er lernt die Annika auch kennen. Der Nick ist ja ein sehr aufgeschlossener junger Mann. Also freut sich, über neue Leute kennenzulernen, außer die gehen halt auf ihn los, dann eher nicht, aber ich glaube, das ist auch verständlich. Und die beiden lernen sich jetzt eben ein bisschen kennen. Die Emilia hat den Nick dann eigentlich gefragt, ob er nicht zu ihr spielen kommt, aber weil die Annika halt neu in der Gruppe ist, hat er sich zuerst noch zu der Annika gesetzt. Und ich glaube, da kommt auch schon die erste Eifersucht hoch bei der Emilia. Ja, ich bin echt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt aber mal zu unserem lieben Dark. Da haben wir unseren guten Mann immer am Schaukeln. Macht der Mann eigentlich irgendwann mal was anderes? Ich glaube nicht. Ich meine, er hat echt viel Spaß da drauf. Und ich glaube, ganz ehrlich, also absolut nichts gegen Falten oder sonst irgendwas. Ich habe überhaupt nichts dagegen, aber der Dark glaube ich eher schon, dass er langsam älter wird. Und ich glaube, wir schicken den Dark so zum Schönheitschirurgen. Wie gesagt, jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Aber ich glaube, dem Dark, den stört das schon, dass er langsam etwas älter aussieht. Und deswegen werden wir ihm, glaube ich, die Falten entfernen. Einfach, weil er auch die jüngeren Frauen ansprechen will. Wobei jüngere Frauen ja eh total auf ältere Männer stehen. Vielleicht ist das auch seine Masche. Wir schauen mal. Apropos jüngere Frauen. Hier haben wir die Laura und den Florian. Und ich weiß nicht, warum die einfach nie hier drinnen bleiben. Warum? Können die beiden eigentlich auch miteinander kuscheln hier drinnen? Das wäre natürlich ziemlich cool. Tiefgründige Unterhaltung. Nee, Florian, kannst du bitte einfach drinnen bleiben? Ich verstehe nicht, warum die immer sofort wieder rausgehen und dann wieder reingehen. Also das sollte EA echt fixen. Aber wir haben ja schon im letzten Part mitgekriegt, wie gut die beiden sich verstehen. Und seht euch diese Kulisse wieder mal an. Florian, bitte beruhig dich. Dankeschön. Der Florian sollte nachher auch mal in den Briefkasten schauen. Ich denke, mittlerweile wird seine Uni-Bewerbung wieder da sein. Wir lassen die beiden Turteltauben jetzt einfach mal kurz in Ruhe. Ja, da wird das bald weitergehen. Und hier haben wir unsere Jungs jetzt im Keller. Irgendeiner fehlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist diese Tür hier oben abgesperrt? Was hat der Mann vor? Was hat der vor? Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Bricht der? Nee, der Lukas bricht nicht aus. Aufschließen. Nee, er kommt da gar nicht raus. Oh mein Gott. Ich habe vergessen, diese Tür zu schließen. Die versuchen gerade wirklich auszubrechen, aber die Tür da oben ist natürlich zu. Außer der Leo, der versucht nicht auszubrechen. Der sieht sich die Waage der Gerechtigkeit an und denkt sich vermutlich wieder mal, wie er in diese Situation gekommen ist. Jungs, ihr kommt nicht weiter wie bis hier. Und ich würde sagen, der Dark merkt es auch. Oh, der Dark verbringt gerade Zeit mit der Emma. Oh, die kleine süße Maus. Seht sie euch an. Ja, ich habe immer noch nicht so viel Gefühle für sie, aber ich probiere es immer wieder. Der Dark ist gerade abgelenkt wegen der kleinen Emma und die Jungs versuchen tatsächlich auszubrechen. Aber sie haben es gemerkt, dass sie da nicht rauskommen. Vermutlich holen sie jetzt den Leo oder sie versuchen den Leo zu überzeugen, dass er ihnen hilft. Mittlerweile geht es euch mittlerweile ein bisschen besser? Nee, auch nicht, oder? Mann, Leute, hey, ihr solltet wirklich was essen. Mom Adrian sieht ziemlich gut aus. Vielleicht nichts Verdorbenes, aber da sind ja so viele gute Sachen dabei. Und
kochen könntet ihr auch schon lang. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, sie haben jetzt einfach mal den Gang ein bisschen inspiziert. Der Dark war ein bisschen unvorsichtig durch das ganze Drama mit der Emma und der Noelle und so und hat vergessen, diese Tür abzusperren. Ja, und die Jungs haben sich jetzt das Ganze hier draußen mal angeschaut und vielleicht entwickeln sie jetzt langsam einen Fluchtplan. Sie können uns ja nicht gleich überstürzen. Ich glaube, sie werden noch ein bisschen durchhalten und irgendwann, wenn der Dark nicht da ist oder abgelenkt ist, vielleicht klauen sie auch irgendwelche Werkzeuge aus der Küche. Also sie klauen irgendwelche Sachen, mit denen sie Türen öffnen können. Noch nicht, aber sie stecken das ganze Zeug jetzt auf jeden Fall mal rein. Ein. Oh mein Gott. Und der Lukas ist uns eingeschlafen. Lukas, müssen wir mit dir ins Krankenhaus? Gehen. Der Arm sieht nämlich alles andere als gut aus. Naja, aber es ist jetzt am Abend, es ist schon sehr, sehr spät. Die Laura kümmert sich eh um die kleine Emma, wie mir jetzt der Name nicht eingefallen ist. Und ich würde dann sagen, wir schicken den Dark gleich zu Noelle. Davor wird der Florian noch schnell. Könntest du Post bekommen? Okay, irgendjemand hat auch das Puppenhaus zerstört. Wo ist die Post? Ich weiß ganz genau, dass die... Wer hat das Puppenhaus zerstört, Leute? Ich weiß ganz genau, dass der Brief von der Uni angekommen sein müsste. Wo ist das? Dark, was hast du mit dem Uni-Brief von ihm gemacht? Muss ich ihn jetzt nochmal einschreiben? Nicht, oder? Ich wäre nämlich froh, wenn der junge Mann dann bald mal auszieht. Yay, er ist angenommen worden. Sehr, sehr gut. Ganz, ganz toll. In welche Uni stecken wir ihn denn? Okay, muss ich mich jetzt nochmal anmelden? Leute, ich sag's euch, ich hasse den Andi-Uni-Pack ja so sehr. So, so sehr. An Uni einschreiben. So, schreib dich bitte mal an der Uni ein. Ich weiß, du bist gerade eigentlich abgelenkt, aber die Laura ist auch abgelenkt. Die bringt nämlich die Emma ins Bett. Mein Herz, ich habe ihr nicht mal gesagt, dass sie das machen soll, aber sie kümmert sich richtig gut um die Emma. Und übrigens habe ich, ihr habt es jetzt eh schon gesehen, ich habe den oberen Stock umgebaut. Ich habe der Emma jetzt dieses Zimmer hier gegeben, dass sie in der Nähe von der Laura ist. Die Laura verbringt ja sehr viel und gerne Zeit mit der Emma, glaube ich zumindest. Wobei, sie kriegt Geld dafür, dann würde ich auch Zeit mit der Emma verbringen. Und das Zimmer von der Laura ist jetzt halt nicht mehr ganz so groß, aber ich habe es immerhin, hoppala, ich habe es wenigstens schön dekoriert. Man sieht es jetzt so nicht ganz so gut, aber ich sage es euch, ich habe es immerhin schön dekoriert. Also die Laura hat immer noch ein schönes Zimmer. Es ist jetzt halt nur kleiner und ein eigenes Bad hat sie ja auch immer noch. Also das passt schon so. Und lieber Florian, könntest du dich jetzt bitte einschreiben? Alles klar. Also seine Familie will ja unbedingt, dass er an die Universität von Brightchester geht. Seine Familie ist ja sehr, ja, gehoben und eher konservativ und alles. Und er soll was Ordentliches lernen, laut seiner Mama. Er will aber, glaube ich, am liebsten Theaterwissenschaften oder Musik oder so studieren. Und er tut einfach so für seinen Eltern, als hätte er Wirtschaft genommen. Aber eigentlich lebt er so voll seinen Traum. Er hat ja eh voll viel Geld auf der Seite. Und wir schicken den lieben Florian jetzt auf die Uni. So traurig das ist, der Florian ist jetzt weg. So haben wir wieder ein bisschen mehr Überblick. Ich meine, ich muss unsere beiden Mädels auch mal wieder nach Hause holen. Also die Lynn und die Emilia. Und die Laura ist natürlich traurig, dass der Florian geht. Aber er muss jetzt heute halt einfach seine Uni einchecken. Und er sucht sich jetzt hier auch ein Zimmer aus. Am besten wäre ein Einzelzimmer. Der Florian ist ja reich, also der kann sich das auf jeden Fall leisten. Ich gebe ihm jetzt einfach mal das. Ich baue das vielleicht irgendwann anders mal um. Die Laura wird ihn hier auch sicher besuchen kommen. Ganz, ganz sicher. Er ist sehr verliebt in die Laura. Aber er musste jetzt heute halt einfach hierher kommen. Sein Bett markieren. Das klingt so falsch. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und jetzt sind wir aber zumindest mal den Florian für eine kurze Zeit los. Und wir widmen uns jetzt dem Dark und der Noelle. Und der Dark ist natürlich schon wieder am Schaukeln. Was ist denn los mit dem jungen Mann? Und, oh, okay. Warum bist du nicht im Bett? Nee, die Laura bringt dich hier gerade ins Bett. Alle Leute sind jetzt im Bett. Die Emilia ist auch wieder zu Hause und im Bett. Und deswegen beschließt der Dark jetzt, die Noelle zu besuchen. Sie hat zwar gesagt, dass sie eher Abstand von ihm braucht und alles, aber er haltet das jetzt, glaube ich, nicht mehr länger aus. Er hält das jetzt, glaube ich, nicht mehr länger aus. Und deswegen geht er sie jetzt besuchen bei ihren Eltern zu Hause. Dort ist sie ja momentan. Und natürlich hat er sich auch was Schöneres angezogen wie das hier. Er will sie ja von sich überzeugen. Nee, nicht sein Undercover-Look. Was ist denn ein bisschen hübscher? Keine Ahnung. Wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben, aber zieh dir bitte ein bisschen was Ordentliches an, wenn du deine Frau wieder davon überzeugen willst, dass sie nach Hause kommt. Ja, so ist das schon viel besser. Und hier wohnt die Familie von der Noelle. Die Noelle ist auch sehr reich. Die Noelle hat zwei Mütter und die Mütter sind beide Künstlerinnen. Also das Haus ist von innen auch sehr, sehr bunt. Wir werden es eh gleich sehen. Und ich sehe auch schon
die Noelle. Der Dark geht hier jetzt auch sicher vorbei und schaut da rein und denkt sich so, wer ist diese Frau? Und warum schreist du so, Laszlo? Keine Ahnung, was sein Problem ist, den ignorieren wir ganz kurz. Aber das hier ist die Noelle. Und wie ihr wisst, hat sie vor kurzem noch ganz anders ausgesehen. Aber die Noelle hat jetzt viel Zeit zum Nachdenken und hat sehr viel in ihrem Leben verändert. Sie hat nicht nur den Dark hier sitzen gelassen, sondern auch ihr Aussehen verändert. Dark, bitte klopf mal an die Tür und geh zu deiner Verlobten. Die beiden sind ja noch gar nicht verheiratet. So, schauen wir mal, ob sie uns um die... Ja, um die Zeit lassen sie uns tatsächlich noch rein. Wow, okay. Ja, wir sind hier unten im Keller in ihrem Heimkino. Leute, die sind echt, also das ist next level reich, was die Leute hier sind. Seht euch an, wie schön bunt das hier ist. Ich liebe dieses Haus. Ohne Spaß, seht euch den Essbereich an. Oh mein Gott, also am liebsten würde ich ja in dem Haus spielen. Ohne Spaß. Aber der Dark spricht jetzt die Noelle an. Sie ist in ihrem Zimmer. Das Zimmer ist ganz gelb. Das gefällt dem Dark natürlich sehr, sehr gut. Und der Dark ist jetzt natürlich, wow, er hat sie sogar geküsst und seht euch an, wie schön die Noelle ist. Oh mein Gott, sie hat sich wirklich zu einer kompletten Typveränderung entschieden. Also sie hat sich ihre langen blonden Haare abgeschnitten, hat sich ihre Haare gefärbt und wie wir mitbekommen haben, hat sie ja auch ihren Job gekündigt. Und sie versucht momentan so viele verschiedene Berufe auszuprobieren, wie es nur geht. Sie hat nämlich einfach das Gefühl, dass sie irgendwas im Leben verpasst hat oder nicht richtig gemacht hat. Und deswegen probiert sie es gerade als Köchin und als Catering. Sie hat sich gedacht, vielleicht ist das ihre Berufung, aber auch das ist es nicht. Also die Noelle ist jetzt wirklich so voll in ihrer Findungsphase. Und das alles erzählt sie dem Dark jetzt natürlich auch. Aber der Dark sagt ihr auch, das könnte sie auch von zu Hause aus. Aber sie meint, das kann sie nicht, weil die Kinder sie ablenken. Und sie sagt ihm jetzt auch, dass die Emma so ein bisschen schuld ist an dem Ganzen. Sie wollte das Kind gar nicht haben und sie fühlt sich gar nicht wohl mit dem Kind. Und das sagt sie natürlich nur ihm, nicht der Emma. Und ja, der Dark wird jetzt vermutlich ein bisschen Groll gegen die Emma entwickeln, weil die Emma schuld ist, dass die Noelle weg ist. Ja, der Dark hat ja nicht so wirklich ein rationales Denken und ein logisches Denken. Das wissen wir alle. Aber die Noelle sagt ihm jetzt auch, dass sie einfach noch ein bisschen Zeit braucht und deswegen nicht sofort mit nach Hause kommt. Aber der Dark ist natürlich komplett verzweifelt. Er liebt sie nämlich wirklich sehr und er will sie auch endlich heiraten. Und deswegen ist er jetzt richtig, richtig wütend, dass die Noelle ihm gesagt hat, nee, sie kommt nicht mit. Und nein, also das ist so die einzige Frau, die dem Dark jetzt in seinem Leben jemals Nein gesagt hat. Und das findet er natürlich ganz schlimm. Und jetzt versucht er mit sich selber zu reden. Der Dark ist ja ein kleiner Psycho. Also ich weiß nicht, was er jetzt als nächstes macht. Wir fahren jetzt auf jeden Fall wieder mit ihm nach Hause. Aber was der Dark zu Hause macht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Das Gespräch lief nicht ganz so gut, aber jetzt weiß er wenigstens, was Sache ist. Vielleicht spielen wir nächste Folge auch mal mit der Noelle und schauen, was wir ihr sonst noch für Sachen geben können. Ich möchte auch einfach ein bisschen in dem Haus spielen. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.